George Clooney. Er wird nicht ohne Grund als sexy, engagiert und charmant beschrieben. Denn genau das hat er wieder unter Beweis gestellt. Und zwar bei der Verleihung der Golden Globes in Kalifornien. Dort wurde der 53-Jährige mit dem Cecil B. DeMille Award für sein Lebenswerk geehrt. In seiner Dankesrede richtet er sich an seine Ehefrau Amal, die er erst im Herbst letzten Jahres geheiratet hatte. Es ist ein großartiges Gefühl, jemanden zu finden, den man liebt. Noch besser, wenn man das ganze Leben darauf gewartet hat. Egal welche Alchemie uns zusammengebracht hat, ich könnte nicht stolzer sein, dein Ehemann zu sein. Amal, whatever alchemy it is that brought us together, I couldn't be more proud to be your husband. Wow, was für eine Liebeserklärung. Aber stolz kann besonders auch Amal sein, denn nur sie und keine andere hat es in den letzten 20 Jahren geschafft, den begehrten Junggesellen für sich zu gewinnen. An Angeboten hat es dem Schauspieler nämlich alles andere als gemangelt. Weltweit liegen dem sogenannten Gorgeous George die Frauen zu Füßen. Am Ende hat es aber nur eine geschafft, seine Amal. Wir hoffen, die beiden bleiben noch so lange wie möglich frisch verliebt.